Hallo und herzlich willkommen in unserem kleinen Paradies. Es ist so wunderschön, mit der Melodie hier morgens gemeinsam den Garten zu erleben. Wir arbeiten hier nicht viel, sondern wir erleben hier gemeinsam, beobachten ganz viel und das macht richtig viel Spaß. Melodie hat den Vögeln schon Wasser gegeben heute Morgen. Das hat sie ganz alleine gemacht, selbstständig, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Und jetzt möchten wir beide erstmal Gurken ernten, ne? Ja. Ja? Okay, komm, dann gehen wir erstmal Gurken ernten. Ja. Das wird ein wunderschöner Tag heute. Yippie-ja-je. Und schon kann es losgehen. Stell dich mal ein bisschen an die Seite. Hier haben wir jetzt unsere. Geh mal ein bisschen an die Seite, damit man das auch sehen kann. Hier vorne, stell dich hier vorne hin. So, dann hältst du die einmal richtig fest. Richtig gut festhalten. Die sind nämlich schwer. 1, 2, 3 und zack. Siehst du wohl. So eine dicke Gurke. Wolltest du die andere auch mitnehmen? Ja. Warte mal, gib mir die mal. Halte ich die fest so lange? So, dann halt du die mal fest, die Gurke. Halt fest, richtig festhalten. Und zack, bumm. Siehst du wohl. Jetzt haben wir zwei dicke Gurken. Nimmst du die? Ja, die auch. Und die auch. Super. Die essen wir ausnahmsweise selber. Die Meerschweinchen bekommen wir uns jeden Tag Gurke. Aber die selbstgezogenen, die ziehen wir uns rein. Denn die sind mega lecker. Aber darf ich die Rasenmähen alleine? Du möchtest alleine Rasenmähen? Das können wir nachher machen. Okay. Und leg mal auf. Ach so, die rollt, meinst du? Sonst legst du unter den Tisch, da ist Schatten, dann liegen die nicht in der Sonne. Ist vielleicht ein bisschen besser. Guck mal, wie gut die hören kann. Das ist so genial. Guck mal, da ist die Vogeltränke. Hier da. Ja, da hat Melodie schon Wasser reingemacht heute Morgen. So, ja. Ja, die Vögel kommen erst, wenn wir weg sind, Melodie. So zutraulich sind sie dann doch nicht. Tomato. Es ist soweit. Wir können endlich unsere Cocktailtomaten ernten. Jetzt können wir die essen, oder? Weil hier gibt ja eine. Man muss immer die ganz reifen nehmen. Ja. Bitte. Oh, die sind süß. Süß und lecker. So, die Rosen. Ich muss unbedingt mal die Namen draufschreiben. Die haben auch zurückgeschnitten. Hier entwickeln sich jetzt neue Blütenknospen. Aber bei mir ist das. Ja, lass die Bienen mal ruhig, das ist nicht so schlimm. Die Erotika, auch die hat man zurückgeschnitten. Die kriegt also dieses Mal viele Blütentriebe. Also die wächst echt mächtig. So, die Physalis von dem Robby, alias Sturmzeit. Also dieser Naturdünger, den wir hier reingepackt haben, das ist echt genial. Das war der mit Guano, glaube ich. Naja, Guano. Guck mal. Die gelbe Namenlose. Auch die blüht wieder wunderschön. Auch hier entwickeln sich ganz, ganz, ganz viele Blütenknospen. Also der Rückschnitt hat sich tatsächlich gelohnt. Das machen wir so ständig. Und die blüht jetzt zum dritten Mal in diesem Jahr. Okay, und dann schauen wir gleich mal, was wir heute noch machen. Ja, ich esse die, komm. Danke. Boretsch. Ach, guck mal, Erdbeeren. Meinst du, sind heute schon wieder welche dran? Da ist nichts. Da ist einer hier. Da ist einer. Da ist einer. Rasen mähen wir später. Melodie möchte unbedingt Rasen mähen. Ach, guck mal, die Möhrchen. Sie kommen. Da. Da, 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 da. Da auch. Guck, da. Da wachsen jetzt die kleinen Möhrchen. Warum darf ich die hier rausholen? Wenn sie groß sind, ne? Müssen ja erwachsen. Das sind noch Babys. Guck mal hier, Melodie. Guck mal da. Da hängt noch eine Erdbeere. Jetzt hast du die. Wie gesagt, Rasenmäher machen wir später, Melodie. Die Vögel machen die Erdbeeren nicht, oder? Nicht so sehr. Aber manche schon. Yummy, yummy. So, mal ganz kurz gezeigt. Bei Instagram habe ich es gestern gezeigt. Ich habe wieder ein bisschen sauber gemacht hier, so Stück für Stück. Ne? Weil gestern ging es Melodie nicht so gut. Und dann habe ich mich hier in Ruhe ein bisschen rangetan und ein bisschen wieder was gemacht. Und dabei haben wir etwas gefunden. Das hier.
Ja, für jemanden, der jetzt nicht weiß, was das ist, ich zeig's im anderen Film. Auf jeden Fall eine coole Sache. Alter Schwede. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen mal dahin zu den Hochbeeten. Update von dem Kürbis von der Cheyenne. Ah, das ist genial, also, was das Ding wächst. So, aber gehen wir einfach mal rüber. Ja, da hat sie gestern gelegen, gestern Nachmittag. Und war total kaputt und heute Morgen ist wieder fit. Hat gestern ein bisschen erbrochen, gestern Abend. Hat auch Fieber gehabt, aber heute ist alles wieder weg. Ja, manchmal ist halt so, ne? Du bist schon wieder aufgewacht. So, hier möchte ich gerne heute weitermachen. Ob ich es schaffe, weiß ich allerdings noch nicht. Den Zaun möchte ich hier vorne vorstellen, damit die Kinder hier nicht mehr drüber platschen. Ne? Denn ja. Weißer Kind. Kann ich das machen so? Nee, das mache ich nachher. Kindern sagst du was und weißt Bescheid. Drehst dir den Rücken zu und dann, ne? So. Ach, guck mal, dann können wir auch mal ganz kurz hier reingucken. Wir hatten ja hier einen kleinen Versuch gestartet mit den Knollenrhizomen von... Jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Also ist das denn... Nee, jetzt sag mal bitte leise kurz, kann ich auch gar nicht mehr denken hier. Ingwer, jetzt haben wir es wieder. Ingwer. Ja, also die wachsen auch wunderbar hier drin. Die kommen also überall raus. Hier diese Spitzen, die hier alle sind. Ja, da, da. Das ist alles Ingwer. Das ist Physalis. Ja, hier wachsen schon coole Sachen drin. Buchweizen, das ist auch schön, ne? Der Kontrast, weiß, orange, Zucchini. So, dann gucken wir uns jetzt aber mal hier den Kürbis an. Ja, ist schon interessant, ne? Die redet und redet manchmal, ohne, komm mal, Punkt, weiß Bescheid. Ja, gut, ich mach's ja auch, ich mach's ja eigentlich vor, ne? Ich rede ja auch hier, wenn ich die Kamera anhabe, ständig, ne? Ohne mal Luft zu holen. So, Cheyenne, dein Kürbis, guck dir das mal an, wie groß der schon geworden ist. Das ist genialst. Das ist der Teil, den wir hier abgeschnitten hatten, weil er hier nicht weiter reinwachsen sollte. Ja, interessant so mitzunehmen, ne? Ob das jetzt tatsächlich daran liegt, dass er so dick wird, kann ich jetzt noch nicht behaupten. Auf jeden Fall, im Moment ist es halt so gegeben. So, hier kann ich gar nicht mehr reingucken, dass, da ist alles so zugewachsen. Mal gucken, mal hier unten drunter. Ist nämlich auch cool. Guck mal hier. Ja, du kannst ja gerne Möhre nehmen. Da ist auch ein kleiner Kürbis da hinten. Da. Guck mal. So. Von Cheyenne, oder? Von Cheyenne. Ach, guck mal, wie viele Bienen da drin sind. Guck dir das mal an. Kannst du jetzt gar nicht sehen. Ich zeig's dir gleich, Melody. Ja, der Kürbis wächst also mächtig weiter. Den musste ich allerdings jetzt vor 3 Tagen einmal kräftig gießen, weil es doch zu trocken war, ne? Da hingen die Blätter hier so ein bisschen runter. Und das hat dann gereicht. Also habe ich insgesamt, glaube ich, jetzt 2-mal gegossen, das Beet. Hochbeet. So, da steht sie. Kannst du mir mal die Möhre waschen? Soll ich das machen? Ja? Ja, los, komm, dann gehen wir eben Möhren waschen. Dann gucken wir gleich hier weiter. Weiter geht's. Oder? Darfst du schon. Okay, Möhrchen. So, wir haben das Grün jetzt noch und das wollen wir nicht wegschmeißen. Was machen wir mit dem Grün? Schweinchen geben. Ja, den Schweinchen, dem Meerschweinchen. So, komm, dann gehen wir mal kurz rein. Du kannst gleich auch rassen. Alleine, ja. Ich passe aber dann auf, okay? Baustelle. Der Lüfter wird installiert. So, pass mal auf. Melodie, gibt's das mal eben? Mehr. Dann kriegen die Meerschweinchen jetzt den Rest hier. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Die sind ganz irritiert. Es wird gebaut. Komm. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Guck, da kommt's an. Coffee, Teddy, Horse. Siehst du wohl. So, dann gehen wir wieder raus. Kommst du? So, weiter geht's. Ich filme heute einfach mal so ein bisschen rum hier, denn ich muss gleich auch zwischendurch mal wieder reingehen. So, wir werden gleich gießen. Die Wassertonne ist noch voll. Was haben wir gestern reingelassen? Das machen wir immer einen Tag vorher. Im Moment brauchen wir eh viel Wasser. So, die Bonsai-Erdbeere, guck mal. Sie blüht wieder. Das ist so herrlich. Also kriegen wir eine zweite Ernte in diesem Jahr. Das Oregano, was hier noch dabei wächst, das schneide ich aber immer wieder mal zurück. Hier wächst noch eine Erle. Die nehme ich schon mal zurück. Da ist noch eine Weide. Die muss ich auch wieder zurückschneiden. So, auf. Tomate. Oh Mann, ich muss immer wieder zeigen. Guck dir das mal an. Das ist so hübsch. Das ist so hübsch. Das ist so genial. Pass mal auf.
Da fällt mir gerade was ein. Weißt du, was wir machen könnten? Guck mal, wie hübsch das aussieht. Guck mal. Hä? Philadelphia. Eine Tomate in einer Schale. Ja, auch schon was Cooles, oder? Melody? Das sieht bestimmt cool aus, oder? Warum sind die Tomate hier dran geblieben? Die bleiben da dran, bis sie reif sind, bis sie gelb sind. Dann können wir sie essen. Ich glaube, sollen wir das mal gemeinsam machen? Ich mache es heute nicht. Ich frage euch einfach mal. Philadelphia, Tomate. Schmeckt bestimmt gut. Okay, just for fun, weiß Bescheid. So, hier haben wir dann auch schon reife Tomaten. Gestern haben wir zwei geerntet. Die ist noch nicht ganz reif, wenn man es erkennen kann. Hier oben ist so ein ganz kleines bisschen Grün dran zu sehen. Die müssen ganz, ganz gelb sein. Und die ist jetzt knackig fest. Ne? Also wenn man sie drückt, müssen sie leicht nachgeben. Dann sind sie richtig reif. Und die sind süß aromatisch. Die sind super lecker. Also wer sie von euch hat, wird das mit Sicherheit bestätigen können. Die sind echt genial, diese Tomaten. So, dann kommen wir zu unserem Just for Fun Projekt hier. Das sind nämlich die ganzen Geschwisterchen davon. Die haben wir hier damals ausgesät und einfach drin gelassen, um mal zu gucken, was so passiert. Die stehen hier im Burkhardt der Kakteen Premium Substrat im Anstaubverfahren. Das ist unser Bonsai-Elefant. Da wächst ein Baum drauf auf dem Elefanten. Der trägt den immer. Dann brauche ich den Baum nicht tragen. Ja, also das ist einfach nur genial. Ne? Da könnte man also wirklich nächstes Jahr dann dementsprechend mal richtig coole Sachen mitmachen, wenn man das so schon mal mitgenommen hat. Kommt gleich ein Hubschrauber. Oha, wo ist er denn? Ach, da hinten. Da hinten ist er. Oh. Okay, weg ist er. Warum ist er laut? Weil die hier Berge sind und dann schallt das so. Ne? Dann wird ein Geräusch nochmal und nochmal und nochmal wiedergegeben und dann wird das ganz laut. Immer wieder, wieder. Wie ein Echo halt. Das kennst du ja schon, ne? Echo. Ach, das weiß ich nicht. So, hier steht auch noch Wasservergleich. Oh Mann, das ist so schön heute. Das macht so viel Spaß. Okay, ich mache mal eine kurze Pause und dann sehen wir gleich. Mal sehen, was wir gleich sehen. Du weißt jetzt gerade gar nicht selber. Das ist schön heute Morgen. Richtig cool, ne? Und sind in Ruhe. Bitte? Wem geht's nicht gut? Mir. Ja, heute geht's aber wieder, ne? Du siehst wieder ganz fit aus. Ich hab lange genug. Ach ja. Kennst du das auch? Wenn du einen am Popo kleben hast? Ja, nicht du, ich. Ich habe was am Popo kleben und zwar dich. Guck mal, die Sonnenblume geht bald auf. Ist das nicht herrlich, Melodie? Guck mal. Guck dir das mal an hier, guck mal. Die ist so kräftig gewachsen. Die sind schon auf. Ja, die geht jetzt auf. Wird doch ein richtiger Teller, wird das noch. Ein gelber Teller. Das sind ja die, die sie selber ausgesät hat. Ach, das ist so schön. Ach so, was ich euch sagen wollte, zeigen wollte, ist nämlich, wir gehen mal hier durch den Spielplatz durch. Diese Kombination, ne? Terrasse, Spielplatz, Gemüsegarten, Kräuter, gierisch. So, es ist soweit. Ich darf jetzt tatsächlich ernten schon. Hier wachsen jetzt auch immer wieder frische, neue Blätter heran. Ich ziehe mal einen ab hier. Ganz frische. Ja, dann esse ich die gleich. Und die kann man jetzt so essen. Also die sind super lecker. Aber es müssen wirklich die ganz, ganz jungen Triebe sein. Ne? Die kannst du dann tatsächlich so essen. Nein, ich esse die. Moment. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Ja, so lange Arme habe ich aber nicht. Kommst du hier hin? Jetzt sage ich gerade, klebt mir ein Popo und jetzt locke ich sie wieder zu mir hin. Ne? Weiß Bescheid. Okay, dann gib mir her. Dankeschön. Die Papierblümchen. Die Erdnuss einfach mal so gezeigt. Aber warte mal. Jetzt habe ich noch den Mund voll. Oh, ein bisschen blöd, ne? Papa? Was machst du denn da? Nein, sonst gut. Hä? Der liegt unter dir. Ich kann mich aufheben. Soll ich das machen? Kannst du doch selber, ne? Siehst du wohl.
Mal eben gucken, ob wir hier was sehen können. Hier ist wieder verblüht. Ist eigentlich egal, wie rum Melody. Ach, da ist noch eine Blüte. Aber bis jetzt habe ich noch nicht gesehen, dass die also in den Boden wandern, in dem Sinne. Aber naja, da müssen wir uns überraschen lassen, wie das hier noch funktioniert mit der Erdnuss. Wo musst du? Okay. Genau. Der Romana-Salat. Oh, der ist so schön, wenn der blüht. Ich meine, wir kennen ihn ja schon vom letzten Jahr. Deswegen habe ich ihn auch dieses Jahr wieder stehen lassen. Das ist so schön. So, die Möhrchen. Auch hier wachsen sie schon. So können Sie jetzt hier schon erkennen. Ja, mal sehen, was das in diesem Jahr noch gibt mit den Möhrchen hier. Düngen werden wir erstmal nicht. Wir hatten ja vorab gedüngt, bevor wir die Einsaat gemacht haben, ein paar Tage vorher, mit dem flüssigen Biodünger. Aber da bin ich mal gespannt drauf, wie sich das hier entwickelt. Wobei, ich habe eine kleine Idee, aber ich sage ja immer, ich habe eine Idee, aber dann zeige ich es doch nicht. Pass mal auf. Ich würde sagen, im nächsten Gartenfilm machen wir das. Ich werde hier in der Mitte etwas platzieren, um mal zu gucken, wie die Pflanze sich dann dementsprechend, in welchem Radius auch immer, dazu verhalten. Weißt Bescheid? So, ohne Worte, weißt Bescheid. Langsam. Ne? Schön festhalten. Jetzt weißt du auch, warum die Griffe unten sind. Ne? Ja? Siehst du wohl. Guck mal, wie cool die das schon macht. Ne? So, jetzt bleib erstmal stehen. Siehst du wohl, wenn du die hier dran packt, ist natürlich einfacher, als wenn der Griff oben wäre. Dann kämen sie nämlich gar nicht dran. Ne? Da müssen wir jetzt erstmal die Klappe aufmachen. Warte mal. Hier. Hier ist die Klappe. Halt mal fest hier. Nein, dann ist ein bisschen schwierig jetzt. So, da kommt der Akku rein hier. Dann hole ich den mal. Steht der auf 0? Ja, der steht auf 0. Okay. Dann hole ich mal den Akku und dann geht's gleich los hier. Und schon kann es losgehen. So, dann schiebe ich den Akku mal rein. Ich mach die Klappe auf, leg du den mal rein. So, genau. Und dann mit einem Ruck, zack, drin. Dann einmal umschalten hier, auf 1 stellen. Super, so. Festhalten hier erstmal, aber ich noch nicht drücken. Ich drücke erstmal den rein hier. So, und jetzt kannst du drücken. Anhalten, lass los. Super. So, siehst du wohl. So, pass mal auf, dann verabschieden wir uns erstmal, dann gehen wir gleich weiter. Komm mal mit. So, hast du gesehen? Melody mäht heute Rasen und ich kann mich dann entspannt zurücklegen. Na, ich werde natürlich dabei bleiben, logischerweise nicht, ja? Aber man sieht, es geht, ne? Hebel nach unten, können auch kleine Leute den Rasenmäher richtig gut. Komm mal hier hin, können auch kleine Rasenmäher, auch kleine Leute den Rasen richtig mähen. Die Bahn werden jetzt natürlich nicht gerade, werden wir gerne ein bisschen hin und her fahren, ne? Aber es soll ja Spaß machen, das ist das Allerwichtigste bei der ganzen Sache. Komm mal nochmal her, nicht komm mal hier hin jetzt. Du kannst gleich noch mähen, keine Angst. So, wenn es gefallen hat, weißt Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald hier im Reich der Pflanzen, heute aus unserem kleinen Paradies. So, dann sagt auch nochmal Tschüss. Tschüss. Bis später, wir werden jetzt Rasen mähen gemeinsam. Na los, geh mal. Nicht dran gehen.